jetzt geht's los, habe ich gehört. Stimmt. Hallo. Ja, Mode, Leute. Wir sind mittlerweile auf Polos angekommen. Und wollen wir die Tasks eigentlich so lassen oder ist es für die Imposter zu schwierig zu gewinnen? Also ich fand die erste Runde war ziemlich easy. Gut. Ich fand's, es ist relativ balanciert, ja. Gut, dann lassen wir alles, wie es ist. Ab dafür. Among Us, let's go! Viel Glück. Ich bin auch dabei. Ja. Geil. Respekt an den Imposter, also mich. Hallo, Robio. Okay. Do your tasks. So, okay, da geht's gleich mal hier auf der Fläche los. Mit dem Kollegen. Oh Gott, und zack. Ja, und jetzt ist schon wieder. Ich habe mir nichts anderes gemerkt, ne? Jetzt muss ich zu den Comms. Okay, ich muss nicht mehr zu den Comms. Dann machen wir erstmal den Download. Wir machen nicht den Download. Oh, ich bin Engel, habe ich gar nicht gemerkt. Oha. Okay, da muss ich gleich jemanden beschützen, aber ich muss erst meine Tasks machen. Oder gleichzeitig jemanden beschützen. Nö. Ach komm. Aber noch muss er ja Cooldown haben. Noch muss er ja Cooldown haben eigentlich. Da ist er. Okay, da oben ist er. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt ihm die ganze Zeit hinterher renne, mache ich halt meine Tasks trotzdem nicht. Okay, Regie reportet mich wahrscheinlich. Wo? Ja. Das war in, ach, hier ist die Karte. Rechts von Office. Da am Eingang. Ah, okay. Der war schon seit mindestens 30 oder 40 Sekunden tot. Ich bin Wissenschaftler und habe ihn auf den Vitals gesehen, dass er weg war. Ich kann nicht wirklich viel machen. Irgendwie meine Maus wird nicht mehr angezeigt im Spiel. Okay. Also ich kann ja, mal das sagen... Ist ein neues Feature vom Imposter, die Maus von Crewmates kaputt machen. Ja, also ich war halt die ganze Zeit da beim Storage und habe da die Tanks aufgefüllt und sowas. Da ist mir, glaube ich, ein paar Mal halt Counter vorbeigelaufen. Einmal ist mir auch Xehan vorbeigelaufen. Jo. Er könnte es vielleicht gewesen sein, aber ich bin mir da zu unsicher. Wer war das Specimen Room? Ich. Jetzt am Ende. Okay. Das war, also Reggie, du hattest gerade geredet, na ja, genau. Das war, wo Conan gerade gestorben ist. Also ich hatte auf Vitals gerade gesehen, dass Conan gestorben ist. Und ich hatte mich dann nach ihm umgeguckt, weil ich dachte, ich hätte ihn in meiner Nähe gesehen vorher. Und hatte dann kurz geguckt, ob er bei dir vielleicht liegt, aber ne. Moment, sieht man auf der Karte den Punkt, wo man zuletzt war? Ja. Die man jetzt auch... Nein. Ah. Achso, okay, siehst, dann... wo du gerade bist, weil wir... Dann habe... wir wurden alle ins Büro gebracht, deswegen... bringt das. Ach so, nicht, Dann habe ich auf der letzten Map immer gedacht, ich wäre an einem anderen Ort, wo ich eigentlich war. Okay. Wobei, auf Airship könnte das tatsächlich noch gestimmt haben, weil bei Airship wirst du ja nicht immer zum selben Ort gebracht, nachdem du gekillt hast, ja, weil du da ja dein Spawn aussuchen kannst. Ja. Gut, ich war auf jeden Fall draußen und konnte nichts machen wegen meiner Maus. Ja, ja. Also wenn wir jetzt hier aufgrund von Tasks verlieren, dann liegt es daran, dass ich keine Tasks machen kann, weil meine Maus nicht funktioniert. Ich würde dir empfehlen, das Spiel neu zu starten, nachdem also die Runde doch vorbei ist. Im Grunde genommen bist du unnötig, ne? Dann können wir dich ja auch voten. Oder schließ einen Controller an, dann geht's auch. Ja, Moment. Also sollte wirklich ein technisches Problem vorliegen, du kannst die Steuerung umstellen, ne? Du musst nicht mit Maus spielen. Genau. Ah, genau, ich habe einmal umgestellt und wieder zurück und jetzt ist die Maus wieder da. Sehr gut. Maus. Okay, ich kann aber trotzdem nichts dazu zu der Thematik hier, sagen. Maus und wie gerade so. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, alles klar. Everybody skip. So. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein Troll war. Ich wollte es nicht so deutlich machen. Okay. Also noch sind 5 am Leben, noch muss ich meinen Engelshop nicht machen. Das ist in Ordnung.
Weil sonst mache ich meine Tasks nicht und das ist schlecht. Ich muss meine Tasks ja auch machen. So, Specimen und Laboratory. Okay, dann geht's erst zu Laboratory. Kann ich das auch machen? Nein, natürlich nicht. Also da kann ich leider nicht mithelfen. Ich kann nur die Tasks machen. Da ist er wieder. Ich muss ihn im Blick behalten, aber ich muss jetzt noch das Specimen runter. Dann kann ich ihm hinterher und kann versuchen zu schützen. Es wäre super, wenn es mal klappen würde. Es hat noch nie geklappt, jemanden zu schützen. So, haben wir alles? Ja, perfekt. Wo ist er? Wo ist er? Da sind zwei. Aber wo ist Counter? Hier nicht. Wo ist er? 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 Reggie? Okay. Robju? Counter muss jetzt ja fast hier hochgehen irgendwo hin. Nico ist hier auf der... Okay, auf der anderen Seite. Ah, Reggie. Nein! So close! Leck mich doch am... Mist! Seht ihr das? Es hat's noch ausgelöst. Es hat's noch ausgelöst. Jetzt habe ich eine Minute Cooldown für nichts. So ein Scheiß. Oh, nee, Mann. Reggie ist gestorben, genau während der Emergency war und er lag neben dem linken Seil, das ist doch kacke. Wo man das Emergency ausmachen muss, genau am Vent. Mhm. Wer war denn am linken Seil und hat das gefixt? Ich war am rechten. Reggie. Ich hab nichts gefixt. Also ich kann nicht sicher sagen, dass es Nico nicht war, aber der war auf jeden Fall rechts, bevor der Emergency kam. Also es klingt plausibel, dass er den rechten Seismo gemacht hat. Ich bin dann gleich zum Rechten und hab da gewartet. Also da ist zwar direkt davor ist tatsächlich Vent, also es ist, sag ich jetzt mal, noch einigermaßen plausibel, dass du nach links gewendet bist und ihn gekillt hast eventuell, aber das klärt sich schon mal relativ stark in meinen Augen. Aber ich muss ja, wenn jemand anders behauptet, am Rechten gewesen zu sein und da die... Wer hat denn jetzt den linken gefixt? Robju oder wie? Nein, Reggie. Ich vermute, dass Reggie den linken gefixt hat und auf dem Rückweg gekillt wurde. Das kann, ja, das ist natürlich sinnvoll. Also ich habe halt, nachdem der Emergency geklärt wurde, glaube ich, so vielleicht 2 oder 3 Sekunden später, vielleicht auch 5 Sekunden später auf Vitals geguckt. Ich bin gerade echt sauer, dass der Engel nicht funktioniert hat. Genau, das wäre so cool gewesen. Ja. Ich hätte ihn so... War das jetzt ein Emergency oder war das... Hops nee, genommen. War kein Emergency, das hier. Ich hätte ihn so nee, hops genommen. Xehan hat den gesehen. Ja, ja. Ah. Ich bin halt, nachdem ich gesehen habe, dass er tot war, bin ich nahe den Seismos auf die Suche gegangen, weil ich mir schon gedacht habe, dass er da irgendwo liegt. Counter, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit deinen Tasks? Meine Tasks, ich bin noch nicht fertig. Ich bin gerade auf dem Weg nach da, wo diese Schleuse da ist. Wie heißt das? Specimen Room. Und hier neben dem Office habe ich auch noch einen offen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was. Das ist halt die Frage, ob wir es noch schaffen würden oder nicht. Ja, es fehlt ja nicht mehr viel. Also meine Tasks sind fertig. Das bedeutet aber auch effektiv, dass ich nicht mehr viel von Vitals habe, weil die nur durch Task recharged werden. Und wenn man keine Task mehr hat, dann ja. Ja. Ja, scheiße, ne? Was ist mit Robju? Der sagt gar nichts. Obju ist auch dabei. Hallo? Der sagt doch nichts mehr. Der macht doch keine Calls mehr, weil keiner auf ihn hört. Ja. Das ist natürlich kacke, ne? Ja. Also... Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ich weiß halt nur, dass ich Nico auch rechts gesehen habe. Seine Geschichte klingt plausibel. Was Robjo und Counter gemacht haben, keine Ahnung. Ja. Ich wähle jetzt Robjo, das wird zu leise. Nein! Nein, ihr votet jetzt nicht Robjo raus. Ihr votet jetzt nicht Robjo raus. Oh mein Gott.
Wenn er einfach nur AFK war, dann ja, GG. Ja, GG. Joa. Oh Gott, ich muss jetzt... Okay, ich kann direkt protecten. Wen wird er versuchen zu killen? Habe ich Nikwitz protected? Was hat jetzt ein Protect drauf? Ich weiß es nicht. Macht eure Tasks fertig, Leute. Aber hat Nico jetzt... Lol. Ich war gerade weg. Ich hatte ein Telefon. Ja, wir haben dich ejected, weil du nichts gesagt hast. Ja, ich hatte okay. Ein Telefon. Also, wir dachten, das ist vielleicht eine Strategie. Nein, nein. Ich habe jetzt den Knopf gedrückt, weil ich Angst hatte, dass Xehan an mich killt. Also ich bin wollte, tot, ich bin tot, es war, ich sag Xehan, keine Ahnung. Counter ist wirklich in den Specimen gegangen, also Richtung Specimen. Aber ja, wir sind jetzt halt alle, haben jetzt alle einfach das gemacht, was wir halt gesagt also ich haben. Bin, also, das also ich bin, also ich meine, Tasten sind ja fertig, ich bin einfach einmal um den Pott gelaufen und wollte dann jetzt den Knopf drücken, weil ich halt nicht wollte, also ich wollte nicht dagegen neben stehen bleiben und abgemessert werden. Ja. Ja, same. Im Prinzip, also. Oi. Joa. Jetzt hängt an mir, oder wie? Hä, wie? Wir haben uns nicht gegenseitig beschuldigt. Also ich habe Nico zumindest nicht beschuldigt. Nee. Ach so. Ich meine, wir haben alle das gemacht, was logisch wäre von unserer Geschichte ausgehend. Dass Clian und ich fertig sind mit Tasks und Counter ja. In Specimen muss. Immer noch, ja. Ja, so ist ein bisschen blöd, ne? Weil ich versuche mich gerade an den Anfang der Runde zurückzudenken. Da war ich nach rechts gegangen. Aber wenn Xehan und Nico fertig sind, wem fehlen denn dann? Oh, Robchu fehlen die. Nein! Ja, das glaube ich aber wirklich. Robchu, der AFK war, hat die Tasks auch noch nicht. Nico, weil ich versuche gerade noch zu rekonstruieren, wer das gewesen sein könnte, der bitte denkt nach, hat. Ihr habt jemanden rausgekickt, der AFK ist und ihr weil wundert ja, euch, warum die Tasks noch nicht nach fertig sind. Richtung Laboratory und dann bitte denkt nach. Gegangen. Ja, und Conan ist halt, lag halt bei Office rum, wenn ich das richtig verstanden habe. Damals. Rechts von Office war, glaube ich, und dann, wo Seismic-Dings da war, waren wir auch ja, weit das, weg von dem. Da ist halt das Problem, ich war halt relativ weit weg von dir, als der Kill gewesen sein muss. Und genau da, genau bei dem rechten Seismic ist halt ein Vent, der zum Vent beim linken Seismic führt und genau da lag Reggie. Also es ist halt, es könnte halt sein, dass du den Vent verwendet hast, aber keine Ahnung. Ich kann nur sagen, es war nicht so, aber anders kann ich jetzt auch nicht. Ich weiß also ja, über Counter weiß ich halt gar nichts und ich versuche halt gerade zu überlegen, ob die zwei Situationen, in denen ich dich gesehen habe, ob du da eine Chance gehabt hättest, ihn zu killen. Also ich vote Counter, weil du für mich mehr, also ich habe dich öfters gesehen und es war immer, sah jetzt nicht so aus, als wärst du sus, deswegen. Ich vote auch Counter. Ja, ihr doch, warum ich? Sehr gut. Also wenn du es warst, Nico, dann hast du sehr gut gespielt. Schnell jetzt gewonnen. Sehr gut. Dieser scheiß Engel. Der hat mir noch den Effekt gegeben für Reggie, aber Reggie ist trotzdem gestorben. Ich hatte dann eine Minute, konnte ich den nicht mehr einsetzen, aber er hat nichts gebracht, weil Reggie war tot. Ja, geil. Passiert, ne? Das ist echt ärgerlich gewesen, da habe ich mich richtig geärgert. Es muss genau die Sekunde gewesen sein, dass Count ihn gekillt hat und ich versucht habe, ihn zu retten. Es war halt, die Stelle, wo Reggie tot lag, war halt episch, weil, also das war halt wirklich die eine Stelle, wo Nico es noch theoretisch hätte sein können, weil er halt genau auf dem Vent lag. Ja, ich dachte halt, Aber so schlau bin ich nicht. Vor einmal wenden wäre halt genug Zeit gewesen zwischen, wo ich dich gesehen habe, aber naja. Ja, ich dachte, vielleicht wird irgendwer am Seismic gekillt, deswegen wollte ich ja nochmal nachgucken und dann hat Counter mich gekillt. Und wir sollen mal eine Runde ohne Roppel spielen, hat er gerade geschrieben.
Ja. Okay. Wenn er mal weg ist. Ah, okay. Gut, dann starte ich gleich. Jo. Ja. Jetzt kann ich auch Imposter sein. Jetzt aber kein Robby. Ja, jetzt wird die Chance höher, Imposter zu werden. Jetzt ist ja kein Robby, der mich nervt. Wieder nix. Bist du da sicher? Ja. Ich bin wieder da, ich kann wieder. Zu spät. Was passiert? Warum sind alle weg? Hallo? Ich entmute mich mal ganz kurz, um mit ihm zu sprechen. Wir haben die Runde schon gestartet. Ach so, alles klar. Alles klar. So. Sorry an alle Zuschauer, dass ich nicht da war. Ich konnte da nichts tun. Alles gut. Bitte keine Dislikes deswegen. Das waren äußere Umstände. So, ach, das ist der Quatsch. Jupp. QR-Code gescannt. Oh, Xian hat auch gerade den QR-Code gescannt. Okay. Was? Ach, das war der Quatsch. Oh, eins noch. Hä, das war's dann schon? Crazy. Ah, aber es ist das lange. Okay, ja. Gut, aber ich meine, ich starte jetzt schon und muss halt jetzt warten. Ja, ob ich jetzt hier eine Minute stehe oder nicht, ändert nichts, ne? Ich mach's halt mal so, dass ich weglaufen kann, falls jemand kommt. Aber an sich passiert jetzt hier nichts mehr. Ja, also Counter ist es nicht. Oh Gott, ey. Ach, da oben sieht man... Da oben sieht man es ja so. Seht ihr meine Maus? Nee, ihr seht meine Maus nicht. Da oben sieht man es ja sogar 9 Sekunden, 8 Sekunden, da zählt es ja runter. Bei den Tasks. Ich bin doof. Ja, gleich. Bin sofort da. Ich bin sofort da. LOL! War einfach Task fertig. Das ging ja fix. Das mein Bauch schnell. Mein Bauchgefühl stimmte, weil Reggie wollte nämlich schnell ein Specimen hinter mir her und mich killen. Nein, wollte ich tatsächlich nicht. Ich wollte eigentlich dich als Augenzeugen halten. Es wird, glaube ich, jetzt ein Mysterium bleiben, wer Imposter war. Ja, ich? Achso, nee, wenn man es tatsächlich... Ja. Natürlich war er Imposter und ich konnte nichts dagegen. Das war lustig, ich war einfach mit Task fertig und hab dann beim Vitals in Admin da gechillt. Und denke mir so, hä, wieso stirbt denn niemand? Sorry an die Zuschauer, ich... Umstände einen Einfluss hatte. Alles gut, man hat dich ja gehört. Also ja, ich meinte eben, die Runde davor, wo ich auf einmal weg war, ich konnte nicht schreiben, dass ich weg bin, das ging alles so schnell. Alles gut. Aber das waren nämlich die Tasks, die euch noch übrigens gefehlt hatten. Das ist mir dann auch eingefallen. Da habe ich gedacht, hoffentlich denkt ihr noch dran, aber ihr habt ja eh zum Glück dann Counter rausgevotet. Hä? Naja, ihr hattet doch überlegt, Counter hat doch gesagt, er ist mit den Tasks nicht fertig. Oh. Und sowohl Nico als auch Xehan haben ja gesagt, sie sind fertig. Ja. Und ihr habt aber nicht bedacht, dass ja Robju AFK war, das heißt, der konnte noch nicht fertig sein. Ja, sorry, Leute. So hättet ihr theoretisch Counters Lüge aufdecken können. Sorry, Dani, sorry. Wir haben ja Counter... Genau, ihr habt jetzt zum Glück Counter rausgevotet, richtig. So wenig war da auch gar nicht. Das war trotzdem noch relativ viel gewesen, was übrig war. Ja, aber das war das, was von Robju gefehlt hat. Aber das hätte ja auch von beiden sein können. Also theoretisch, ja. Na gut. Herr Biden, ist das nicht der Präsident? Ja, genau, der hat seine Tasks nicht gemacht. Nix, weißt du? Also, kann er weitergehen? Ja. Gut, let's go. Let's go. Oh, ich bin Imposter. Zum Glück war ich bisher bei den AFK-Sachen nie Imposter, das wäre witzig gewesen. So. Was sind wir denn diesmal? Es ist doch unfassbar.
Und wenn ich es dann mal wieder bin, versaue ich es einfach komplett. Zum Glück nicht dieses alberne Ding da oben. Da, badu, budu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weapons muss ich gehen und Boiler Room. Und jetzt ist mein Kopf weg. Gehen wir erstmal Weapons. Ach, da muss ich schießen. Oh, nee. Ich hasse das. Ach, Mann. So, weg damit. Boiler Room. Hallo, Xehan. Oh, jetzt geht's in Office weiter, okay. Geh mal kurz zu Office. Robju. Der Nico. Xehan reported, okay. Den habe ich doch gerade noch gesehen. Ja, der lag. Okay, das ist eine interessante Info, Conan. Nein, dich habe ich kurz gesehen, meine ich. Also, okay. Wir sind uns doch gerade begegnet. Ich bin aus Weapons raus und du bist mir entgegengekommen. Also, ich dachte, du hättest vorher noch Nico gesehen. Nico lag südlich vom Eingang zum Laboratory, also quasi da, wo der Bohrer ist, da links daneben ist ja der Eingang und da südlich, also südöstlich davon, da lag er. Also draußen. Also neben Storage. Ja, genau, noch ein ganzes Stück weiter rechts, aber ja, quasi. Okay. Das macht Sinn. Genau, weil wir kamen nämlich in folgender Reihenfolge erst Conan entgegen, dann bin ich einmal durch Office gelatscht, dann kam mir noch Robschul entgegen und dann bin ich quasi aus Office rechts raus und halt wollte oben zum Laboratory und da lag dann die Leiche. Okay. Also muss jetzt nichts geheißen haben, aber das war die Reihenfolge, in der ich Leute gesehen habe vorher. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe kurz mal Hauptschuh gesehen, aber keine Ahnung. Hauptschuh habe ich jetzt auch ganz zum Schluss gesehen. Der ist in Communications rein, als gerade der Alarm losging. Nicht der Alarm, der Call. Also bei mir war es ziemlich still, aber irgendwen habe ich auch mal gesehen. Und vorher ist er mir halt in Office entgegengekommen, also Hauptschuh. Also das kommt hin. Ich meine, dass als ich in Admin war, gesehen habe, dass Counter auch unten in die Dings kurz rein, in diese Dekontamination hinter mir nach rein ist, aber kann auch. Ist irgendwer Wissenschaftler und kann ungefähr sagen, wie lange er tot war? Okay, scheinbar nicht, okay. Das wäre jetzt interessant gewesen, aber okay. Also ich war jetzt gerade in dieser Dampfkammer vor Admin. Genau, das war das, wo ich gerade meinte, da habe ich dich jetzt auch zuletzt gesehen gehabt. Aber jetzt warst du in der Dampfkammer? Da wollte ich gerade raus. Also, okay, dann. Oder bin ich gerade raus, kann auch sein. Bist du eine ganze Weile da gewesen? Von da bin ich gerade gekommen, ja. Weil ich habe dich da gesehen, wie du rein bist. Und dann war ich erst bei Weapons, dann habe ich erst Xehan gesehen, dann habe ich jetzt im Boiler rum die Flasche aufgefüllt und jetzt sagst du, du gehst gerade raus, okay. Ich habe. Warte mal, ich habe schon mal für Skip gewotet, weil wir noch 5 Ja, Leute Skip sind auf jeden Fall, Skip. Ja, ich habe Counterfight gewotet. Ist immer interessant, was Leute so erzählen. Ich habe Counterfight gewotet, weil er der Imposter ist. Ja, Robchu, du musst ja auch mal falsch liegen, gell? Ja, das ist richtig. So, zack. Und weiter geht's. Ja, ob Robchu. Ach, jetzt das starte ich direkt hier. Das ist natürlich sehr praktisch. Und dann haben wir jetzt noch 3-mal Fix Y-Wing. Also 3 Millionen Mal hin und her laufen. Kann mich mal kurz jemand strategisch einfach umbringen? Dann könnte ich nämlich schneller das Y-Wing machen. Das wäre doch mal was.
Einfach strategisch umbringen lassen. Weil man als Geist schneller die Tasks fertig hat. Och nee, gucke mal. Aber ich meine, okay, ob ich jetzt als Geist... Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm, ne? Das hat er jetzt aber Counter gesehen. Das hat Counter aber jetzt gesehen. Also Robchu hat gerade Robchu getötet. Ah, ich habe gar nicht gemeldet. Scheiße, das war ja... Oh nein! Hä? Ich habe gemeldet, ja, aber wir haben es beide gesehen, Counter. Also wir sind beide raus. Das heißt Xian oder Reggie. Ich wollte sagen, Robchu war es, aber Robchu... Scheiße. Das war ein Shapeshifter. Ja, das... Robchu hat Robchu getötet. Und wir beide waren es nicht. So, jetzt bleibt Xian und Reggie. Also ja, Counter und ich, wir können uns gegenseitig clearen. Alles klar, ich habe schon mal Reggie gewotet. Also ich bin mit Hasu Prinz durch. Warum hast du Reggie gewotet? Also wenn ihr wollt, ich klären kann, dann kann es auch nur einer von uns beiden sein. Genau. Ja. Also wenn ihr beide den Shapeshifter gesehen habt, ist der Fall für mich klar. Es ist ein Shapeshifter, auf jeden Fall. Weil, ja, wie gesagt, wir haben Robchu gesehen. Ich wollte jetzt nämlich sagen, Robchu ist der Mörder. Jetzt sicher, dass Robchu tot ist. Und Counter sagt auch, Robchu hat Robchu getötet. Ich habe gar nicht gesehen, wer gestorben ist. Ich habe nur gesehen, Robchu hat gekillt. Ah ja, moin. Ja, und du? Vertrauen wir jetzt Xehan oder nicht? Ja, sie können ja erstmal beide reden. Xehan, was hast du bisher gemacht? Gott, also ich bin gerade zuletzt durch den Specimen rumgegangen, weil ich das letzte Verdrahten gemacht habe. Mhm. Ich habe vorher schon in Electric verdrahtet und in Office, glaube ich. Mhm. Was hatte ich noch gemacht? Ich hatte eine so eine Wetterdiode gemacht. Was habe ich denn noch gemacht? Jesus Christ. Ah ja, ich habe hier die Temperatur eingestellt. Das war auf dem Weg zu, wo ich Nico reported hatte. Mhm. Was habe ich denn noch gemacht? Okay, Reggie, wo warst du zuletzt? Also ich bin erst in Weapons gegangen, weil ich da die Asurin abschießen musste. Und dann musste ich halt noch ganz unten links da diese Wasserräder machen, da die auffüllen. Mhm. Und damit war ich jetzt fast fertig. Da kann der Report. Ja gut, einer von euch muss lügen. Mir fehlen noch zwei Tasks, ich muss noch zweimal wiren. Aber, muss noch, ja. Was muss ich? Ich muss zum Wi-Fi nochmal zurück. Läuft das weiter, wenn wir jetzt hier gemeldet haben? Wenn wir jetzt skippen, läuft es weiter. Wenn wir jetzt den richtigen rausvoten, war es das. Also das könnte man tatsächlich fast noch über Tasks gewinnen, behaupte ich. Ja, das Wiren dauert halt. Es ist halt immer dieses Hin- und Herlaufen. Ich weiß nicht, wo der Nächste ist. So, das ist ein bisschen, dauert schon ein bisschen. Also wenn ihr jetzt einen von uns rausvotet und die Runde danach immer noch läuft, dann wisst ihr ja, ihr müsst euch eigentlich nur von dem anderen fernhalten. Und ja, das ist richtig. Moment, der ist ein Shapeshifter, scheiße. Ja, aber trotzdem, das ist ja egal, ob er Shapeshifter ist. Wenn wir zum Beispiel jetzt Reggie rausvoten, das ist nicht, wissen wir, dass du es bist, weil wir wissen, dass wir es nicht sind. Ja gut, okay, aber ich könnte mich ja als Counter verkleiden und dann, wie auch immer. Nein, aber Counter, ich habe gerade aktiv beide gleichzeitig gesehen, wie Robchu gekillt hat. Wenn ihr jetzt nichts macht, dann wird es skippt. Ich vertraue dir. Okay. Wenn das schief geht, dann habe ich halt jetzt die Runde vielleicht versaut. Also ich hoffe mal, das stimmte, was ihr erzählt habt, waren dann... Weil ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben uns ja gegenseitig... Der Mars nämlich richtig. Okay. Jetzt musst du mal Lachen zurückhalten. Auch das Kolle das überhaupt nicht gemerkt hat erst. Ich habe halt den Mord gesehen und direkt gedingst. Ich will sagen, ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt diesmal. Also gar nichts in dieser Runde. Einfach nur durch die Gegend gelaufen, hab quasi niemanden gesehen. Und Nico war wieder als erstes tot. Das Problem bei dir, Xehan, ist halt wirklich für mich, du kannst das Spiel einfach zu gut, dass ich dir einfach überhaupt nichts glauben kann. Das klingt jetzt irgendwie am meisten, aber ich glaube, grundsätzlich hast du recht. Das Problem ist halt, ich habe gefühlt in dieser Session noch nichts gerissen, weil irgendwie bisher ich noch nicht irgendwie wieder diese Situation hatte, wo ich irgendwas sehen konnte. Mach mal eine neue Runde. Jo, let's go. Und ist es jetzt? Wäre schön. Ja, ich bin jetzt. Ey, Robby lag mal falsch, geil. Das war ja nicht mal eine richtige Aussage von mir. Das war ja. Geil, jetzt auf einmal. Ja, ist auch so. Aber es wäre lustig gewesen, wenn das gewesen wäre.
Okay. Do your tasks. Hallo. Jetzt. Dum 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 dum. Du du dum. Counter dreht um. Wenn da jetzt bei dem Dings jemand tot liegt, dann ist es, könnte es fast Counter sein. Ja, wo ist denn dieses Scheißding? Alter, die letzte Möglichkeit, wo ich hingucke. Doch unfassbar. Ne, alle vier sind noch am Leben. Okay. Specimen muss ich gehen. Ach, komm. Oh, diese Map ist so verstrickt, ne? Hallo? Lauf doch, Kerl. So. Mach auf, danke. Nico? Ah, jetzt muss ich wieder nach da. Sehen. Okay. Keiner hat genutzt, dass jemand tot ist. Muss ich denn hin? Da muss ich rüber. Zack. Okay. Oh, du hast reportet, du hast ihn gesehen. Ich war ja auch gerade da. Ja, der lag im O2 da direkt vor dem Raum. Okay, alles klar. Ja, wir sind ja zusammen. Richtig, ich habe unten hingekommen aus Specimen. Ich habe unten den Müll weggeräumt. Ich kann das bestätigen. Ich habe Nico und Conan zusammen rumlaufen sehen. Ich war da, habe ich danach in den Admin Table gestellt, habe dann drei Leute in O2 gesehen und genau dann kam der Report. Ja. Das, also wenn es einer von euch beiden gewesen sein würde, dann wäre es sehr lange her. Also extrem unwahrscheinlich, weil wir ja aus Specimen, da kommt man ja auch nicht so einfach rein. Ja. Das stimmt, also erst Nico war schon... Conan würde ich, Nico war schon auf jeden Fall clearen. Also ich würde auch so zu 90% clean. Ich würde auch dazu tendieren, dass es Counter und Robchu sind, aber ich würde auch in dieser Runde nicht Counter oder Robchu, aber ich würde... Wollen wir jetzt alle Counter wählen oder wollen wir das mit Task gewinnen? Na, jetzt skippen wir auf jeden Fall erstmal, aber so rein vom... Also Nico kann ich auf jeden Fall für mich clearen. Ja. Okay, Nico hatte gar keine Zeit dafür. Also ich habe nur noch einen Task in O2. Ja. Ich habe auch... Genug. Ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe noch in Boiler Room habe ich noch einen. Und der wird dann wieder fortgesetzt in Office. So, das ist der Anfang in Boiler Room und geht dann in Office weiter. Ich muss nur alles noch skippen. Premiere diese Folge. Ich muss nur noch Asteroiden machen. Nee, wir hatten schon mal einen All-Skip vorhin. Okay. Achso, Mute, Hilfe. So. Passiert. Was macht Xian denn da? Ach so. Dum 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 dum. Du du dum. Huch. Fliegt fast mein Kalender von der Wand. Da ist jemand. Ah ja, der Nico tut nichts. Der will nur spielen. So. Okay, fertig. Und da war es Robchu. Obwohl, nee, Moment. Nee, war Counter, sorry. Okay. Ja. Verkonnen ist es. Ja, Robchu ist tot und Reggie sind gestorben. Ja, es wäre echt nett gewesen, aber ihr wolltet ja unbedingt über Task lösen und mich dann noch killen. Ich habe extra gewartet und auf den Kill gewartet an der Rakete da. Ich wollte auch nur noch dich. Ich wollte nur noch dich tot sehen, weil du mich noch wählen wolltest. Ja. Alles andere war mir egal in der Runde. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung.
So, Conan und ich waren jetzt noch nie gefragt. Im Posten, ich hab geskippt, nee. Ich hab hier nichts vorzuwerfen. Ich war immer noch nicht im Posten in dieser ganzen Session. Ich auch nicht. Vielleicht liegt das daran, dass ich deinen Namen hab. Wahrscheinlich. Ich hab übrigens die 7 zu einer 9 gemacht. Ich seh's. Ja, das ist uns allen aufgefallen. Zum Glück wirst du über Discord das Counter angezeigt, wenn du sprichst. Okay. Noch. So, let's go. Warte mal, ich habe jetzt auch die hässliche Pflanze. Geil. Ja, let's go. Hat's noch nice. Geklappt? Wir haben sie gesehen. Sie noch da? Ach, das gibt's doch geil. Nicht. Ah, okay. Ach, Laboratory. Let's go. Das gleich da oben, ja. Minus 34. Gehen wir es mal rüber. Gehen wir es mal zu Electrical rüber. Das ist mir sonst zu blöd. Nee. Dann Weapons, machen wir das auch, dass es weg ist, weil mir das auf den Keks geht. Oha. Voll der Auflauf. Was tut Robchu da? Das ist schlecht. Oh, ich bin schon wieder Engel, okay. Okay, also dann weiß ich jetzt Bescheid, dass... Ja, jetzt muss ich nur... Ich muss trotzdem erst die Tasks... Es ist wie vorhin, ich muss erst die Tasks machen. Ach, das ist der Schmarrn. Return, wenn eine Minute rum ist. Okay, dann gehen wir kurz zu Specimen. So. Dann hier hoch. Muss ich nur bedenken, ich muss aufpassen. Zeigt er mir, wenn der als Dings rumläuft, auch dass er an, dass er Robchu ist, oder zeigt er mir das nicht an? Das ist so meine Frage, die ich gerade habe. Ist das jetzt durch? Nee, 10 Sekunden noch warten, okay. Mich hat noch keiner gefunden. Das ist nicht gut, weil dann macht er weitere Kills. So, aber jetzt kann ich rumlaufen. Genau, ich habe alles. So, wo ist der Kerl? Okay. Oh, der hat Counter auch noch erwischt. Oh. Oh. Okay. Beide Connens. Das ist jetzt sehr interessant. Es ist ein Shapeshifter. Richtig. Weil, ich wollte gerade sagen, weil Counter habe ich gerade noch gesehen. Also vor zwei Sekunden. Ja, ich habe Counter gerade gesehen und Conan hat den Kill gemacht. Ich denke mir das gerade nicht aus. Conan hat den letzten Kill gemacht. Ich habe den gerade gesehen. Sehr gut. Und das ist also auf jeden Fall ein Shapeshifter. Interessant. Und ein Counter, also ein Conan Cool 89, stand die ganze Zeit in Laboratory da auf dem Klo rum. Ich habe mich gefragt, was macht er da die ganze Zeit? Der kommt mir sehr sass vor und jetzt ist er tot. Also, keine Ahnung. Ja, also, den habe ich nämlich auch gerade gesehen. Also, ich bin gerade nach rechts auf den Scanner gegangen. Das hast du gesehen, oder? Nein. Nein. Wie, du standest doch fast neben mir. Ich habe dich nicht gesehen. Er stand völlig neben mir. Okay. Ja, aber Tote immer, also können hab, keine Mörder gesehen, sein. Reggie, also deine, aber warum deine verwandelt er sich denn in mich? Also, ich habe den Counter auf dem Klo auch gesehen. Warum denn in mich? Erst bringt er mich um und dann verwandelt er sich in mich. Und dann bin ich auf den Scanner gegangen und in den 10 Sekunden muss er gestorben sein, also durch Conan gekillt, dann wahrscheinlich, also durch den Shapeshifter Conan. Aber wo ist denn hier ein Klo, bitte? Ja, unten, also unten links neben dem Scanner, auf dem ich stand. Ach, stimmt, da wo auch ein Vent ist, ne? Ja. Gegenüber von diesem Clean hier. Okay, das ist jetzt natürlich dumm, dass du mich nicht gesehen hast, Reggie, aber ich schwöre, ich war es nicht. Okay.
Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Also, ich bin mit meinem Task gerade fertig geworden. So. Ich hab Nico extrem lange bei Communications gesehen und ich war direkt davon weggegangen zu Laboratory. Also ich bezweifle, dass es Nico war tatsächlich. Ja, ich war jetzt am Ende in Security bei den Kameras, mal gucken. Also ich war... Ich meine, theoretisch hätte es noch sein können, dass Nico von links gekommen ist und sich währenddessen geshapeshiftet hat zu Conan. Aber dann hätte er ja an dir vorbeigehen müssen, Reggie. Also Nico habe ich in letzter Zeit nicht gesehen. Nee, Reggie, hast du gesehen, von wo der Killer kam? Kam der von links oder von rechts? Oh Gott, also das war bei da, wo auf der Kamera Northeast ist. So, am Ausgang. Ich weiß nicht mehr, von wo er kam, leider. Also. Wenn er von rechts gekommen wäre, hätte es auf keinen Fall Nico sein können. Also ich glaube, er kam von rechts. Ich glaube halt, das ist der, der als Counter die ganze Zeit auf dem Klo war. Das würde halt Sinn machen. Er war die ganze Zeit auf dem Klo. Okay. Ja, ist halt dann so. Dann würde ich halt manchmal so, ne? Dann würde ich vorsichtig behaupten, dass es eher Rob Ju war als Nico, aber... Ja. Ich meine, ich war doch nicht auf dem Klo, ich war links auf der Map. Ja. Aber ich meine, wir haben auch nur noch einen Taskbalken und wir sind noch 4 Leute, also... Also ich bin fertig. Ich muss noch irgendwas machen. Ich versuche zu schützen. Ja, ich bin auf dem Scan gerade. Mal gucken, ob es klappt. Xian, wir bleiben am besten zusammen, ne? Jo. Ja. Mach das. Gut. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Yes. Jo. So, diesmal habe ich den richtigen Call gemacht. Der war doch geil, der Kill, oder? Ja. Also um mal die Klo-Situation aufzuklären. Ich hatte da einen Pfeil, der die ganze Zeit dahin gezeigt hat. Ich konnte aber da nichts machen an der Stelle. Und dann habe ich Reggie da gesehen und ich habe gehofft, er sieht mich nicht, weil ich irgendwie Angst vor ihm hatte. Deswegen bin ich ja stehen geblieben. Selbst ich habe dich gesehen und ich war quasi 2 Räume weiter, aber du hast deinen Namen durch die Wand gesehen irgendwie. Ja. Okay. Ey Conan, wie fandest du den Kill? Super. War geil. Hinter mir erstmal geshapeshiftet und ich konnte nicht schnell genug aus dem Asteroiden-Ding raus und dann war ich tot. Für die Fans. Aber war das. Warum shapeshiftest du dich denn in mich, wenn du mich umbringst? Weil das witzig ist, Mann. Okay. Aber so kannst du keinem anderen das jetzt unterschieben. Ja, aber das ist doch witzig, hallo. Ja, okay. Für die Zuschauer. Denkst du denn bei irgendjemand an die Fans oder bin ich hier der Einzige? Ich find's auch witzig, also muss ich sagen. Ich fand's auch ziemlich funny, ehrlich gesagt, ja. Okay. Danke, Leute, danke. Ja, der Moment war dann schon lustig, dass dann der Reveal war, wo du ja gesehen hast, Conan hat gekillt und hast du gesehen, Conan ist tot. Tote können irgendwie keine Mörder sein, das funktioniert nicht. Und dann kam auch direkt die Zeugen und so, einfach geil. Conan hat sich aus Gram einfach selber getötet. Das muss aus Reggies Sicht echt geil gewesen sein. Ja, war es. Ja, hat man gehört. Er reportet, sieht so, ich hab gekillt und dann, oh. Aber das war natürlich, also es hätte halt auch richtig gut ich sein können aus deiner Perspektive, war eigentlich Reggie, weil ich hab ja offensichtlich alles gesehen, aber ich war aus deiner Perspektive dann nirgends. Ja, ich hatte trotzdem, so es klang trotzdem irgendwie plausibel, deswegen habe ich ihr geglaubt. Ich stand halt wirklich die ganze Zeit auf dem Scanner, also das war noch nicht mal gelogen. Hast du eigentlich jetzt zum Schluss noch versucht, Nico zu töten? Ich? Ja. Nee, ich war noch dabei zu überlegen. Weil ich habe ihm den Engel-Dings verpasst, ich wollte wissen, ob es funktioniert hat, okay. Nee, ich hab noch nicht gekillt. Okay, weil ihr beide zusammen in diesem Ding. Ja, ich hab ihn nur, ich wollte, ihr habt mich ein bisschen getriezt, aber wenn er natürlich gegangen war, der Kill wäre ja lame gewesen.
Wird mal Zeit, dass Conan Luxian jetzt im Boss hat. Ich mach nur geile Kills. Geile Kills oder gar keine. Conan und Xehan werden nicht Imposter. Ja. Wenn ich mich zu Xehan verwandelt hätte, wäre es nicht ganz so lustig gewesen, aber vielleicht hätte ich dann länger gelebt, ja. Aber strategisch wäre es, denke ich, besser gewesen. Lustiger, ja. Lustig sehe ich ein. Für die Fans. Lustig sehe ich ein. Sehr gut. So, jetzt will ich wieder, ich möchte jetzt wieder Imposter sein, danke. Okay. Eine Runde können wir noch machen, wir sind bei 45 Sekunden. Ja, Sekunden. Ich habe mich direkt zu Minuten verbessert. So, hallo, gib mir einen Daumen hoch. Gib mir einen Daumen, danke. Schweiß. So. Schweiß. Komm schon, ach Mann. Es wird einfach nix. Oh, ja, toll. Ich kann Vents nutzen. Soll ich das gleich mal demonstrieren, dass ich Vents nutzen kann? Nee, brauche ich nicht demonstrieren. Joop. So. Ach, da hinten das doofe Ding. Ja, komm, scheiß drauf. Das geht zum Glück nicht, dauert nicht ewig, und aber man muss halt draufbleiben. Das ist das Teil. So, Robju ist hier. Er bewegt sich da drauf rum und das war's, okay. Na gut. Hä, wo ist Report? Oh. Nice, Colin, wir sind beide erst dran vorbeigelaufen. Ja, ich hab den Report-Button aufploppen sehen. wir sind beide nach links und haben gleichzeitig Zurückzug gemacht, weil wir die Leiche da gesehen haben. Das ist richtig. Also lang kann's doch nicht her sein. Nee. Lang kann es nicht her sein. Die Frage ist, okay. Wer ist denn noch alles jetzt oben bei der Laboratory gewesen, außer uns beiden? Also Nico auf jeden Fall nicht, der war mit mir bei O2. Okay. Ich war ganz unten bei diesen zwei Rädern. Okay. Also ist da Robju, was hast du, was wolltest du auf dem Scanner machen? Ich wollte dich nur ein bisschen nerven. Ach, du wolltest mich nur ein bisschen nerven, okay. Das ist richtig. Also ich hatte vorher die Reagenzgläser gemacht und dann habe ich dich da gesehen, wollte ein bisschen abfacken, dann bin ich allerdings gelaufen. Du bist halt jetzt der Einzige, der da mit mir da oben gewesen ist, ne? Das ist durchaus möglich, ja. Also aus meiner Sicht macht dich das schon mal sass. Aus deiner Sicht macht mich das vielleicht verdächtig. Das ist ja auch in Ordnung, aber ich habe ihn nicht gekillt. Also wenn es gerade passiert ist, dann ist es Nico auf jeden Fall nicht und ich bin's auch nicht, weil wir waren beide ganz links. Es kann nicht lange her sein, weil wir die Runde noch gar nicht lange spielen. Das ist richtig. Ah. Also es muss relativ gleich zu Beginn passiert sein. Ich bin in die Laboratory rein. Ich habe die Temperatur umgestellt. Dann musste ich auf den Scanner. Und dann kam Robju zum Scanner. Es hat da ein bisschen rumgetanzt. Dann sind wir zurückgegangen. Und dann haben wir ihn genau bei der Rakete links neben dem... Also das ist noch im Laboratory der oberste linke Raum. Ich habe hier bei dem Fernrohr oder Teleskop hier dieses eine Raumschiff gesucht. Das war unten links. Und danach habe ich noch die Reagenzgläschen gefüllt und dann habe ich Conan auf diesen Scanner gesehen und dann sind wir quasi gleichzeitig nach links gelaufen und dann haben wir da die Leiche. Richtig, gesehen. Wir sind beide nach links gelaufen. Dann habe ich den Report-Button gesehen und dann bin ich zurück und habe reportet. Also Conan 90% Imposter in meinen Augen. Wo war der Counter? Draußen. Bei den Rädern unten. Aber leider hat keiner Counter gesehen, ne? Ich habe dich jetzt nicht gesehen, obwohl ich in der Nähe war. Nico, hast du ihn gesehen? Nee, ich glaube nicht. Also Counterfight, ich glaube an deine Unschuld. Aber danke. Ich war trotzdem, so oder so war ich unten bei diesen Schiffsrädern da. Ich werde Counterfight mein Leben anvertrauen. So sehr glaube ich daran, dass er unschuldig ist. Ich bin übrigens Wissenschaftler und habe es dann auch, nachdem ich das eine Rad gedreht hatte, habe ich dann gesehen, dass Xehan tot war. Und ich skippe jetzt, weil... Wie lange war das her? Noch das nicht lange. War direkt vor dem Report. Among Us ist das geilste Spiel der Welt. Er war aber noch nicht lange tot dann, weil ich habe irgendwie sehr oft das drauf geguckt. Kann ja eigentlich nur Colin oder Robju gewesen sein. Ich glaube immer noch, dass es Counter ist. Ja, ich glaube immer noch zu 90%. Ich meine, Counter haben wir nicht gesehen. Theoretisch könnte Counter auch da oben gewesen sein, aber Robju hat sich schon ziemlich sass verhalten. Ich hab mich also schon skippen wir erstmal oder wie? Ich weiß zwar nicht wo. Ich würde skippen, ja. Es scheint wohl so zu sein. Reggie wählt Counterfight. Ich hab ihn nicht gesehen und ich find's auch komisch, dass er erst dann mit dem hier. Ich werde jetzt Counterfight die ganze Zeit sein. Ist nicht so sicher.
Es ist nicht so sicher, das ist schon richtig. Aber ja, keine Ahnung. Ach, freaking Weapons-Ding schon wieder. Ich meine, dass es Robche schon wieder ist, dagegen spricht so ein bisschen die Statistik, aber das hat mir schon mehrmals, dass es halt... Die Statistik ist bei Among Us nicht interessant. Die hat ihre eigenen Gesetze scheinbar. Ja, schlecht. Schaffe ich das noch schnell? Okay. Na, da ist schon jemand, das ist schlecht. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Ich muss auf die andere Seite. Kindiko hat mitgemacht. Alle sind noch am Leben. Ich bin Robches äußerst sass. Alle sind noch am Leben. Was war das denn? Wieso habe ich es jetzt wieder abgebrochen? So. Nico? Oh! Shapeshifter oder real? Nico? Aber der war mit Dings unten. Also, Reggie hat den doch geklärt. Aber der verwandelt sich auch nicht zurück, ne? Das ist kein Shape. Wenn Reggie, dann hat Reggie Mist gebaut beim Clearen. Dann hat Reggie Mist gebaut beim Clearen. Danke. Ich wollte gerade zum Notknopf kommen. Ja, das ist ja lustig. Ich auch. Jetzt bin ich richtig verwirrt. Ja, woran das liegt. Wer hat jetzt gemeldet? Nico. Ich war gerade vorher bei Vitals und habe gesehen, dass Colin tot war. Wo liegt der? Wo liegt und der? Ich habe jetzt gerade gesucht. Ja. Na, der liegt kurz vor Electrical, also draußen am Eingang von Electrical. Ich sag mal, wir drei waren jetzt die ganze Zeit zusammen unterwegs. Ja, ich war gerade in Specimen, deswegen glaube ich an Self Report. Ja. Das ist gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, also, dass Nico... Ja, nee, also Ich war nicht da links gewesen. Ich war wir waren aber zu dritt unterwegs. Na, das ist schon komisch dann. Aber ich war halt beim rechten Seismic-Ding, hab das gefixt, wo das noch war und... Ja. War dann mit dem Task durch, dann ich war ich bei... Ich bin echt verwirrt, dass es Nico ist, weil Reggie hat ihn doch vorhin geklärt. Ich dachte, das ist safe, dass er es nicht sein kann. Gesucht, also... Und Reggie ist ja kein zusätzlicher Imposter, so. Also als ich runtergegangen bin, waren Count und Robby dann immer noch zusammen die ganze Zeit? Ja. Dann glaube ich echt, dass es ein Self-Report ist. Also ich kann euch sagen, Counterfight hat niemanden gekillt. Ja, wie ich ja Runde davor schon sagte, ich vertraue meinem Ehemann. Hey, und ich lebe noch! Case closed! Jimmy Kudor hat mir gesagt. Ja, und also ihr habt euch die ganze Zeit gesehen, Counter und Robchen. Das ist korrekt. Wir waren am Ende zu dritt unterwegs sogar. Da war Reggie, war glaube ich auch noch dabei. Ja, aber der also kann auch schon eine Weile. Also wir voten jetzt einfach alle Nico. Ja. Okay, kann dann, auch schon eine Weile her gewesen dann machen sein. Wir die, also. Dann machen wir direkt danach den Button. Nee, der Kill war gar nicht eine Weile her gewesen. Und dann voten wir Reggie. Falls Nico nicht der Imposter ist. Ist das ein Plan? Nico war es, so, Punkt. Ja, dann warten wir Nico. Das kann nur Reggie gewesen sein, aber gut. Ja, ich war es natürlich. Jetzt bin ich echt gespannt. Hat sich nicht zurückverwandelt, okay, also. Ohne Grundverdächtigen. Du darfst es nicht. Ach, wir haben gewonnen? Mein Gott. Das war richtig unlucky. Dass ihr da die ja, ganze woher Zeit kann ich denn wissen, war. Dass ihr da zusammen rumlauft, ey, der Kill war... Also, dass ich bei Counterfight bin, war ja klar, hab ich angekündigt. Ich fand, dass Nico die Runde richtig gut gespielt hat. Ich wollte gerade sagen, Reggie hat es ja geschafft, Nico komplett zu clearen für den ersten Kill, deswegen war ich gerade super das überrascht, Gefühl, dass Nico mich umbringt. Ich dachte so,
Ich dachte das mir war so, hä, hey, das ist doch perfekt, das ergibt voll Sinn, was ich hier mache, und dann lauft ihr halt zu dritt rum, das ist doch das scheiße. Das war der unlucky Part. Also du hättest da mit rumlaufen müssen und dann idealerweise irgendwann Reggie killen. Das, hey, Counterfight? Ja. Gern geschehen. Ja, danke. Das Problem ist, wärst du da mitgelaufen, dann hätten die über Tusk gewonnen, weil... Geiles Spiel, geiles Spiel, kann man ja das sagen? Ah, dann habe ich Robcho zu Unrecht verdächtigt, das ist natürlich wieder blöd gewesen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich bin der beste Amor-Spieler. Daumen hoch. Ja, Robcho ist gut, die Runde. Gebt dem Video gerne 5 Sterne. Kann man nicht anders sagen. Absolut, ja. Richtig. Wir führen wieder das Sternesystem ein. Einfach ein geiles Spiel. Okay. Gab es mal ein Sternesystem auf YouTube? Ja. Ja, vor 14 Jahren oder so. Bis 2010. Aktualisiert bitte euren Flash-Player für die YouTube-Videos. Ihr müsst am Ende der UL und FMT gleich 18 hinzufügen, um das HD-Video zu bekommen. Aber was ich, das kann man mal ganz kurz ansprechen noch, was ich gesehen habe bei so Videos, die ein bisschen mehr Views haben und so, da, ist das neu oder ist mir das einfach noch nie aufgefallen, dass unten jetzt angezeigt wird, an welche Stelle die Leute am meisten klicken? Das ist relativ neu, aber okay, es heißt neu. Views und nicht Views. Das gibt es seit 2 Monaten oder so circa. Das ist nämlich echt interessant, wenn du so klassische Musik hast und es ist einfach an einer Stelle, wird das eigentliche Thema gespielt, was interessant ist, dann sind halt da nämlich die meisten Klicks. Ja, und mal. Alles vorher wird sozusagen geskippt. Oder wenn du Videos guckst, wo mäßig angezogene Frauen drin sind, dann hast du dasselbe Phänomen. Ja. Weißt du, was das Witzige ist? Seit 2015, 16 kann man ja auf YouTube 60 FPS Videos hochladen. Ja. Das konnte man aber schon immer. Die werden nur seit diesem Zeitpunkt verarbeitet. Es gibt Videos von 2010, die man in 60 FPS gucken kann, weil die damals in 60 FPS aufgenommen und hochgeladen wurden. Aber damals waren es halt nur 30, weil das YouTube gar nicht freigeschaltet hatte. Ja. Das heißt, genau, es gibt voll alte Videos, die noch 50 oder 60 Bilder haben. Das finde ich voll geil. Weil der Player die in 30 FPS abgespielt hat. Das Video selber war aber 60 FPS. Genau. So, also ihr seht hier im Among Us Let's Play werdet ihr auch noch gebildet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Please bring back the Star Ratings. Und sage tschüss. Tschüss. Ciao. Respekt an den Imposter.